heißt, alles, ich hatte eine Stunde gespielt und ja, alles war weg. Beziehungsweise es war nicht weg, sondern es war ein Zaunpferd drin und das heißt, nach 10 Minuten war nichts konkret mehr zu hören. Und das war scheiße. Aber ich muss ich aufpassen, weil wenn etwas tödlich ist in diesem Spiel, dann ist es Fallschaden. Und da ich nicht so hübsch an Kanten greifen kann, wie die Lara Croft oder sowas, dann muss man halt, ja, oder Prince of Persia, dann muss ich halt vorsichtig sein. Das habe ich nämlich mein erstes Spiel auch demonstriert, da bin ich aus ihnen runtergefallen, plops, tot, fertig, durfte ich neu laden. Apropos neu laden, ich speichere den Mist mal ab. Ich soll jetzt über mein eigenes Spiel reden. Entschuldigung. Da ist nichts los, ich renne hier runter und mache alles. Oh, ich sollte auf jetzt auf einen Moment, habe ich nur Einfälle. Scavenger! Komm her! Stirb. Nugget! Pfeile! Hä? Achso. Ein Knüppel, noch ein Pfeil. Sag, ich sammle alles auf, was nicht nadelfest ist. Und wenn man später mal betrachtet, was man eigentlich mit rumschleppt, ist das eigentlich... Ja, wahrscheinlich hat er ein schwarzes Loch in der Hand. Er sammelt es auf, dann ist es weg. Und er kann es automatisch in diese Hand zurückrufen. Ja. Ein altes Schwert. Von wegen alte Waffen in der Mine. Na gut, das war nicht witzig. Ein Tick besser. Und ich kann es gerade so tragen. Und Attacke! Also irgendwie sind die Viecher nicht so angriffslustig. Die springen nur um mich rum. Ich habe die gefährliche Erinnerung. Und ich verwechsel es mit den richtigen Scavengers. Das sind die jungen Scavengers. Vermutlich ein bisschen leichter sein. Ah ja, das alte Lager. Welch historischer Moment. Und noch mehr laufen. Seraphis-Org-Blatt. Hat nichts mit Ork zu tun. Wo diese Pflanze ist dort gewachsen, weil ein Ork dort hingeschissen ist. Ich weiß es nicht. Warum es Ork-Blatt heißt, es heißt jedenfalls Ork-Blatt. Waldbeeren. Bei uns sind Scavengers, die renne ich da nicht jetzt rüber. Ich bleibe auf dem Weg. Und ich hoffe, ich nehme auf, weil ansonsten hätte ich jetzt wieder... Egal! Hallo Leute, ihr habt blaue Rüstung, seid woanders, ja? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ich glaube, ich habe es gefunden, ja. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Ein schönes, kühles Bier. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel. Du meinst die Nuggets. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft, nun ja... Pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Geht klar. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ah, tauschen? 100 Erz, 50 Erz, 150 Erz, ja. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen.
Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Auch wieder recht, aber ich glaube, mein Budget ist etwas... Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Ja klar, euer Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. Hab mit Deck schon erzählt. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Hab ich schon. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Aha, du weißt es nicht. Du meinst, es ist einfach, aber weiß es nicht. Schießt hinter ihr Decks und sagst, ey, das machst du super und... Ach, egal. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? Jupp. In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Aha. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Ja, gib mir sie. Wo krieg ich Rüstung her? Ausrüstung. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Ist das? Und der wollte mir eben, ich wollte mich nur zu dem Blick abzocke. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Habe ich gerade richtig verstanden? Verlassene Ork-Stätten, Ork-Behausungen, häufig sind dort Orks. Da sind sie noch nicht verlassen, oder? Ach, egal. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum, ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Okay. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Ich werde umworben. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Also der andere Don, der Don Analyse oder was? Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Glaub ist ich zwar auch nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Jo, hätte ich mir. Ich geh weiter, Metzel, alles. Na gut, nicht alles, aber... Jeden schicken Nugget, der mir in den Weg kommt. Und da ist er wieder. Ah, stirb. Und ich renne weiter diesen Weg. Ich renne im Kreis und weiß nicht warum. Und ich muss mal weitergehen hier. Schließlich will auch ein bisschen Unterhaltung mit dabei sein, nicht? Na gut, ich rede. Das geht ja nicht immer. Aha, ich hab ihn schon gekillt. Ihr wollt nur den Kill klauen. Wollt ihr nur, ne? Ja, ist klar. Hä? Wollt ihr mir klauen? Hä? Brückenwache. Und Brückenwache. Warum der einfallsreiche Name? Und was macht er hier? Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Gut, guck ich gleich nach. Na, so groß ist es ja nicht. Ich kann es ja nicht mehr sehen.